Hallo und herzlich willkommen bei der Kartoffelernte. Ich habe beim Anbau die Heumethode gewählt, weil die sehr effektiv, einfach und immer guten Ertrag bringt. Aber bevor man ernten kann, muss man mindestens 14 Tage vorher das Kartoffelkraut abschneiden, genau unterm Heu, weil die Kartoffel besser ausreifen kann und die Schale härter wird. Und das ist ganz wichtig für die Lagerung der Kartoffel, dann hält sie nämlich viel länger. Jetzt kommt der allerschönste Moment der Ernte, wenn man nämlich das Heu in die Höhe gibt und schaut, welche Prachtkartoffeln darunter sind. Seid ihr bereit? Los geht's! Da sind die Kartoffeln, die ersehnten Prachtstücke. Und da sieht man auch schön noch den Rest vom Kraut, vom Kartoffelkraut. Und jetzt werden wir das alles ganz weggeben. So, da sieht man jetzt, wie einfach die Methode beim Ernten funktioniert. Weil die Kartoffeln an der Oberfläche liegen, sehr rein sind, nicht viel Erde um ist und man kann sie wirklich mit der Hand rausgeben. Unter dem Heumulch siedelt sich intensives Bodenleben an, wie man hier sehen kann. Dabei werden die Nährstoffe aus dem Heu herausgelöst und an die Kartoffelpflanzen weitergegeben. Übrigens, wie man die Kartoffeln mit der Heumethode legt, erfahrt ihr alles im Frühjahr 2018. Bei der Lagerung der Kartoffeln muss man aufpassen, dass man die fauligen, das ist die Mutterkartoffel zum Beispiel, und die grünen, dass man die wirklich entsorgt und nicht zu den schönen Kartoffeln dazu gibt, weil die würden die anderen anstecken, würden zum Faulen beginnen. Die grünen Kartoffeln, da bildet sich ein Giftstoff und die fauligen, ist ja klar, die kann man nicht verwenden. Nimmt man die Kartoffel, befreit sie von der Erde, legt sie in den Korb. Und dann kann man schon ab in den Keller damit. Noch ein kleiner Tipp, ich sortiere die Kartoffeln gleich da vor Ort in groß und klein. Das erspart mir sehr viel Zeit, weil in der Küche braucht man oft nur kleine oder nur große. Wie ihr seht, war die Ernte schnell, einfach und erfolgreich. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen und Wünsche habt, bitte in die Kommentare. Tschüss!